So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs, hier bei mir auf dem Kanal. Wir wollen jetzt mal gucken, was wir hier alles machen können noch. Wartet mal, was haben wir denn hier noch? Ah ja, Handyspiel, Cash Run. Da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so die Muse zu, wa? Sammelbares, was wir jetzt auch mal, wo ist denn jetzt Hauptmission hier? Hauptmission? Was ist denn das hier? Kampagne. Da. Wir machen jetzt mal Kampagne. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Ui. So, Kurve. Wir sind ja schon fast da. Ist ja schön, dass man jetzt hier nicht so eine Riesenstadt hat, obwohl sie, finde ich, so vom Stil ja schon schön gemacht ist. Ups, Entschuldigung. Oh, das wird teuer. So, dip, dip. Bam, bam, bam. Eine neue Welt. Dann gucken wir doch mal. Taschen. Hast du Angst? Hast du was zu verbergen? Lass mich mal dich durchscannen. Nee. Nicht? Taschen. Was kann man denn bei dir kaufen? Hey Mann. Na komm, komm mal einen Energy Drink kaufen. Super. Komm wieder. Wir sind jeden Tag offen. Ihr seid jeden Tag offen. Aha. So, vielen Dank. Tschüss. Was schön mit dir. Na du komm, du geh weiter. So, hier ist dieser Fokus. Bankkonto? Ach komm, gehen wir erstmal hier in ATM. So. Ich hatte schon oft mit Bedford zu tun, aber seine Identität ist immer geheim. So funktioniert der Zweck. Jetzt will er mich treffen. Sehr unbedingt. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Darunter, okay. Was ist, kann ich nicht rennen? Ach man. Was? Bad Boy 17? Bitte, was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie Lucy. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen. Und er ist eine Sie? Er ist eine... ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hex. Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehen. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht.
Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Hayden. Ja, damit hätten wir hier wieder was gesehen. Was ist das jetzt für ein Tool? Also müssen wir jetzt erstmal ins Geldpunkt. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Oh, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal hier angucken, was wir alles freigeschaltet haben. Also Versorgungspunkte haben wir ja schon gehabt. Gegnerkommunikation stören. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung in Ihrem Headset zu verwirren. Das ist schon mal nicht schlecht. Hochbahnsteuerung, naja. Profile-Optimierung. Markiert automatisch Zivilisten, die lohnende Hackbelohnung versprechen. Die Systemschlüssel, lukrative Bankkonten und hochwertige Fahrzeuge. Mit X aktivieren Sie den Profile und erfahren mehr über den markierten Zivilisten. 4 Punkte, das ist ganz schön. Zusatzakku 2 fügt ein extra Energiefeld hinzu. Das ist nicht schlecht. Brücken steuern. Okay. Nagelsperren. Gut. Beim Kampf. Pistolenexperte erhöht die Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen. Verbesserter Fokus. Verlängert die Dauer des Fokus. Stealth Sprint. Stealth. Verringert ihren Entdeckungsradius beim Sprinten. Naja. Pyrotechniker erhöht die Tragkapazität für Sprengstoffe. Ups. Kugelwiderstand reduziert durch Kugel erlittenen Schaden. Sprengwiderstand reduziert dadurch und schnelleres Nachladen erhöht die Nachladegeschwindigkeit für alle Waffen. Hm. Okay, hergestelltes. Eine Pille, die einen massiven sofortigen Fokuserholung bietet, das ist der Fokusboost. Okay. Splitterkanal, das hat man uns schon durchgelesen. Gemcoms haben wir auch schon gehabt. Fahren. Präzisionsfahrer verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Geländefahrer verbessert das Fahrverhalten abseits der Straße. Gras und Erde. Was gibt's denn da? Offensiver Fahrer erhöht zugefügten Schaden bei Zusammenstoßen. Verbessert die ihre Fähigkeiten, sich im Auto zu verstecken. Wirkt auch gegen Hubschrauber. Also können wir das dann hier mehr oder minder alles machen. Aber ich würde sagen, beim Hacken nehmen wir jetzt erstmal die Profiler-Optimierung. Was ist das? Geldautomaten-Hack Boost Plus erhöht nochmals die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gegnerkommunikation stören. Ich würde sagen, die Nagelsperren machen wir mal noch. Und dann können wir ja nichts mehr. Dann haben wir keine Punkte mehr. Okay. Jo. Oh, ein Motorrad haben wir hier doch gar nicht gehabt. An der verwundbarsten Stelle ins Gebäude, da wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Hm. Wie machen wir das jetzt so ein blödes? Wo steht denn der überhaupt?
Was geht hier vor sich? Oh oh. Ich hab hier nichts. Ich geh darüber. Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Hier ist alles sauber. Ich such woanders. Renne. Bringt es zu Ende. Oh oh. So, da hätten wir dann jetzt hier doch schon mal die Eingangstür zumindest ein bisschen geöffnet. Und wo schießt er? Da. Nachladen. Wenn du kommst. Achso, warte mal, das kann ich ja mit der Maus machen. Dann schauen wir doch mal rein hier.
eingeschaltet. Oh Gott. Voll, okay. Können wir nicht sprengen. Wir müssen erstmal hier entriegeln. So. Und dann können wir da rein. Ich bin im Gebäude. Hast du irgendwas hier? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Och, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Ja. Dann haben wir den Zugangstor. Müssen wir da hoch wahrscheinlich jetzt. Mal gucken. Gibt es oben auch Kameras? So. Ja, gucken wir doch mal. Wir müssen das voll kriegen, das voll kriegen. Das heißt, den drehen. Oh ne, das geht ja. So. 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 Jupp. Jupp. Ja. Hopp. Ach, warte, dann ist das hier. Ups. Dann haben wir es. Hihi. Und noch eins. Ist ja ein Ding. Das machen wir mal so, dann sind ja alle Leitungen besetzt. Hier sind auch alle Leitungen somit besetzt. Da müssen wir noch mal gucken. Das kann ja nicht anders da. Dann machen wir mal hier so. Und hier diesen. Hacken Sie den Laptop. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Risiko. Oh Scheiße. Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalif! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Ich komme hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. So. Puh. Mit Jamcoms können sie die Entdeckung durch CTO-Scans kurzzeitig unterbrechen. Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder Polizei zu rufen, stellen sie Jamcoms im Waffenrad her und drücken sie RB, um es einzusetzen. Okay. Und jetzt gucken wir mal kurz, dass wir hier speichern können. Da hinten ist unser Speicherpunkt. Dann kommen sie unbemerkt in Polizeiscans. Ja, wie geht das jetzt so langsam? Auch bin ich jetzt hier versehentlich auf den Knopf gekommen. Ah. Das ist natürlich Oll jetzt. Komm, gib Gas. Hallo. Kann man das wieder irgendwie aufhalten? Aha. Ja, krass. Ups. Oha. Dann fahren wir lieber andersrum. Hier rum. Hier, ups. Immer lang hin. Ups. Mach Platz.
Ah, hier kommt man hier nicht raus. Gut, ey. Jetzt, ne? Schande. Mist. Ich glaube, wir haben einen Bug im CDOS-Scan. Bitte warten. Mann. Mach Platz. Da habe ich natürlich jetzt auch die beste Karre ausgesucht. Platz da. An alle Einheiten, wir haben ihn verloren. Der Scan war negativ. Sehr schön. Damit fahren wir jetzt zum Speicherpunkt und speichern erstmal ab und beenden damit natürlich dann auch die Folge wieder. Müssen wir uns hier nur einen Weg durch die Stadt kämpfen. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Dein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Genau. Bam, 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 bam. Er ist sehr gut. So, was ist denn hier? Hm? Was ist denn hier mein Container? Ah, hier ist mein Container. Oh, geil. Ich lebe hier im Container. Herrlich. So, dann haben wir uns noch dieses eine... Nein, nein. Ach, Mensch. Du sollst da drinnen bleiben. So. Und jetzt abgefangenes Audiolog. Das hören wir uns noch an. So, okay Leute, damit wünsche ich euch dann einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und natürlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs mit Schulle. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ja.